Hallo und herzlich willkommen beim Spielzeugguru. Heute wird es gefährlich, denn ich habe hier einen wilden Alligatoren. Ah! Nein, das Ganze ist natürlich nur Spaß. Heute geht es um den Crocodile Dentist. Dieses Spielzeug ist für Kinder ab 3 Jahren. Und hier hinten können wir auch sehen, was wir machen müssen. Ist ganz einfach. Einfach den Mund vom Alligator, beziehungsweise dem Krokodil natürlich öffnen. Dann auf den Zahn drücken. Und dann versuchen, dass der Krokodil euch nicht beißt. So, meine Freunde, ich habe mir den Krokodil und das Ganze spielen wir natürlich nicht alleine. Ich habe hier 3 Teams. Das erste Team besteht aus Peppa Pig und George Pig. Das zweite Team besteht aus Marsha und Misha aus der Serie Marsha und der Bär. Und das dritte Team besteht aus Gecko und Catboy. Oh, ist er runtergefallen? So, Catboy. Ach, jetzt will Catboy nicht stehen. Na, da, das kriegen wir doch hin. So, Catboy, du musst aber stehen. So, das sind die 3 Teams. Und ich würde sagen, ich will gar nicht so viel reden, sondern fangen wir mal einfach sofort an. So, wer beginnt denn aber nur? Ich ordne das. Wir machen das so, dass wir eine Reihe oder eine Schlange aufstellen werden. Und dass die Leute dann hintereinander einfach hingehen. Und es fliegt immer einer raus. So. Oh, ich habe schon ganz Angst. Sollen wir den Krokodil lieber so hinstellen? Ja, das ist ganz gut. So, meine Freunde. Beginnen mit Catboy. So, Catboy, kannst du ja schon mal langsam rantasten. So, den Zahn. Oh, ich glaube, der Catboy hat natürlich Angst. Was soll er nur machen? Auf welchen Zahn drückt er? Komm, Catboy, du musst jetzt entscheiden. So, Catboy entscheidet sich für diesen Zahn. Da hat er noch mal Glück gehabt. Jetzt muss er wieder nach hinten in die Reihe. Und der nächste ist dran. Der nächste ist Gecko. So, jetzt bist du dran, Gecko. Komm schon für Team PJ. Und er drückt ihn daneben. Oh, der hat auch noch mal Glück gehabt. Und dann rücken die anderen mal auf. Und dann geht's immer so weiter. Bis der erste rausfliegt, meine Freunde. Weiter geht es mit George. George entscheidet sich für die andere Seite und zwar nimmt er hier diesen Zahn. Der hat auch nochmal Glück gehabt. Das wäre fast schief gegangen. Jetzt ist Peppa am Zug und Peppa entscheidet sich für auch den daneben. Oh, das ist auch nochmal gut gegangen. Peppa. Und jetzt ist auch schon Marsha dran. Jetzt kommt Team Marsha und der Bär. Jetzt wird aber schon heikel, denn 4 Zähne sind schon unten. Gibt es oben eigentlich Zähne? Nee, gibt es nicht. Guck mal, Marsha ist so klein, sie könnte sich einfach da reinsetzen. Und ja, der Krokodil würde zuschlagen. So. Oh, da hat ja Marsha nochmal Glück gehabt. So, einmal bitte aufrücken wieder. Und Marsha, nee, Misha entscheidet sich natürlich für diesen Zahn. Oh, der hat auch nochmal Glück gehabt. Jetzt ist wieder Catboy. Catboy entscheidet sich für den vorderen. Auch das ist gut gegangen. Eieiei, meine Freunde. Es sind nur noch 2, 4, 6 Zähne da. Und so langsam wird es eng. Jetzt bist du dran, Gecko. Gecko entscheidet sich für den ganz rechten. Oh, der hat auch nochmal Glück gehabt. Jetzt ist George dran. George entscheidet sich für den zweiten von links. Auch das ist gut gegangen. Und wer wird es? So, Peppa geht jetzt näher ran. Peppa nimmt jetzt den vorderen. Ah, und da hat der Krokodil zugeschlagen. Oh nein, das heißt, Peppa ist draußen. Somit ist im Team Peppa nur noch eine Person. So, du musst leider gehen, Peppa. So, das Ganze wird natürlich neu gestartet. So, Marsha beginnt. Und Marsha nimmt den vorderen. Nichts passiert. Misha ist dran. Nichts passiert. Einmal bitte aufrücken, Männers. Und Frauen natürlich. Auch nichts passiert. Na, Gecko, bist du ganz schön nervös? Gecko, du und der Krokodil sind übrigens im Partnerlook. Ihr seid beide grün angezogen. Na dann, Gecko, entscheide dich für einen. Ah, hast auch nochmal Glück gehabt. So, George, du bist dran. Du bist der Letzte von Team Peppa, vergiss das nicht.
Du darfst jetzt bloß nicht den Fallschirm berühren und du hast den Fallschirm berührt. Das heißt, somit ist Team Pepper ausgeschieden. George ist auch raus. Och Mann. So, meine Freunde. Jetzt wird es aber nochmal ganz spannend, denn nun haben wir nur noch ein Duell zwischen Team Masha und der Bär und Team PJ Mask. Masha beginnt, setzt sich rein und drückt den ganz linken. Nichts passiert, oh Gott sei Dank. Mischa legt nach und drückt mal den hier. Oh, nichts passiert, Gott sei Dank. Catboy, du bist dran. Komm schon, ich helfe dir, Catboy. Oh, auch nichts passiert, hast du mal Glück gehabt. Gecko ist jetzt dran, aber der andere müssen aufrücken. So, Gecko, für wen entscheidest du dich? Für diesen hier und du hast nochmal Glück gehabt. Das Ganze wird ja immer spannender. So, Masha ist dran. Masha nimmt sich die hier und nichts passiert. Ich dachte für einen Moment, dass er zubeißt mit, denn hier oben hat sie sich gerade bewegt. So, Mischa, du bist dran und du entscheidest dich für. Ah, Mischas Hand ist da drinnen. Nein! Das heißt, aus Team Masha und der Bär ist nun Mischa draußen. Jetzt wird es nur noch ein 2 gegen 1. Krokodil mal wieder auf und weiter geht's, meine Freunde. Beginnen tut Catboy und er beginnt mit. Ah, Catboy ist draußen. Das war jetzt zwar mein Finger, aber hat höllisch wehgetan. Und ich hoffe, du bereust es, Catboy, dass du dich für diesen Zahn entschieden hast. Somit kommen wir zum Finale und zwar in 1 gegen 1 zwischen Gecko und Masha. Der wird gewinnen. Gecko beginnt. Das können wir beide hinstellen. Ist ja nur noch jetzt ein Duell. Die wechseln sich jetzt einfach nur noch ab. Beginn tut Gecko. Gecko, du entscheidest dich für. Oh, Glück gehabt. Masha ist dran. Masha entscheidet sich für. Den hier. Oh, Glück gehabt. Jetzt ist wieder Gecko. Auch nochmal Glück gehabt. Jetzt ist wieder Masha dran. Glück gehabt. Gecko. Glück gehabt. Masha. Glück gehabt. Gecko. Ah, somit hat Gecko verloren. Mein Finger. Nein, lass meinen Finger los. Ja, somit ist Gecko draußen. Und der Sieger des heutigen Tages ist Masha aus Team Masha und der Bär. Na, Mischa, du kannst auch nochmal kommen. Hier haben wir Mischa. Ihr habt beide gewonnen. Und euer Preis ist? Ich weiß es nicht. Das überlegen wir uns. So, meine Freunde, das war es dann noch mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Wie hat euch das Spiel gefallen zwischen den ganz verschiedenen Teams? Soll ich noch so ein Video machen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt mich kostenlos abonnieren und einen Daumen nach oben geben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.